Ruinen. Nehmen wir mal die Untoten. Wow, hier sieht auf jeden Fall alles grau aus. Okay. Ihr wart wirklich schon mal härter. Edge Badge. So, hey. Okay, euch kann ich gut zerhauen. Ja. So, drei Stück sind schon mal weg. Ja. Mach du ruhig deine Drehspiele. Ich komme damit einigermaßen mittlerweile zurecht. Und der Bogen ist toll. Und weißt du was? Du kannst auch mal ein bisschen rumballern mit 80 Schuss. So. Okay, wir haben hier den Friedhof hinter diesen Mauern. Pummelface der Steinmetz. Geboren in den eisigen Tundras des Norden. Lebte ein langes Leben und starb auf nix. Ah ja. Das soll uns entmutigen, nehme ich mal an. Weil das wohl ein anderer Abenteurer war, der hier einfach wohl sein Ende gefunden hat. Genauso wie der hier. Tavel Feltree. Hierher gebracht von den Schiffen von Noffenton, oder wie man es auch immer ausspricht. Ein wahrer Diener des Meisters. Okay. Hier hinten scheint einen Hintereingang zu geben. Was sagst du denn? Wissen floriert über die Insel. Die Kay, also... Was ist die Kay nochmal? Das habe ich schon so oft gehört. Verendung und Tod haben sein Wachstum gefüttert. Ja, das klingt auch nicht sehr berauschend. Hier geht's da lang. Und ja, das hier ist ein richtiges Grau-in-Grau-Gebiet. Hehe. Was sagst du denn? Die Ordnung oder der Orden kam. Oder nee, die Befehle kamen und die Gates sind geschlossen. Die Antworten sind in den Archiven versiegelt. Oh, hallo. Wayne, critical. Miss mit der Feuerwaffe. Und level up. So, das bedeutet für dich Skills. Water Magic. Das bedeutet. Jawoll. Für dich. Critical oder Missile Weapons? Oder Athletics? Ich würde dir eigentlich fast schon auch noch Armor geben. Dodge. Nein, geben wir mal Dodge, dass sie besser ausweichen kann. So. Er hier kriegt leichte Waffen. Was bringt das auf? Ah, Dual Wield könnte ich dann. Und sie kriegt natürlich schwere Waffen. Dann könnte sie jetzt damit ihren Bash einsetzen. Und er hier mit das hier. Ich könnte ihm jetzt theoretisch eine zweite leichte Waffe in die Hand geben. Da hätte ich ja sogar was. Genau, dann könnte er beide gleichzeitig benutzen. Das wäre schon fast was für sie, aber... Nee.
Da liegt was auf einem Podest mal wieder. Wahrscheinlich mal wieder von einem goldenen Schlüssel geschützt. Ja, was haben wir denn da? Irgendeine Knochenklinge, würde ich fast schon sagen. Hier ist ein Teleporter. Ja, und das war's dann hier auch schon in der Richtung. Hier ist noch einer. Gunmon, der eiserne Wille. Ein Weiser und Ingenieur. Mögen seine Türme niemals fallen. Ja, okay, und das hier wird ein Schieberätsel sein. Da müssen wir einfach die richtige Reihenfolge machen, wahrscheinlich den Stein verschieben. Und die richtige Reihenfolge erfahren wir wohl in den Archiven. Gut, dann gucken wir uns noch in dem letzten Eck hier um. Du machst schon mal Eischarts. Es ist auch schön, dass man angezeigt bekommt, welchen Zauber man hier macht. Da wäre eine Truhe. Die drei unbekannten Sklaven wurden hier zur Ruhe gelegt. Zu guter Letzt haben sie doch noch Freiheit gefunden. Crystal Flower. Oh, wieder eine neue Pflanze. Wir haben ja dieses Blackwood Moss gefunden. Ich glaube, ich lese jetzt mal die Kräuter vor in ihrer Wichtigkeit. Also das ist ja klar. Bloodwood Crab ist ein potentes, also ein starkes, eine starke Zutat, die in verschiedenen Arten von Heiltränken benutzt werden. Edderweed, eine delikate und also eine sanfte Unterwasserpflanze, die halt in neuen Shores, also an Stränden und in Flussbetten gefunden wird und manchmal sogar unter Seen. Und dass es bekannt ist für sein schönes blaues Leuchten. Falconskyr. Die federähnlichen Blätter von Falconskyr reflektieren die Farben der gelben Sonne. Der Sonne. Gelb, Rot und Orange. Falconskyr wird in Verbindung gebracht mit dem Element der Erde, der Luft. Wie komme ich auf Erde? Da steht R. Mit dem Element der Luft und der Geschicklichkeit. Es wächst gerne in großen offenen Räumen, also an großen offenen Orten. Dieses seltene Kraut kann meistens Untergrund gefunden werden und manchmal in dampfenden, schattigen Plätzen über dem Grund, also Sümpfen. Die Wurzeln von Mudwort haben einen außergewöhnlich starken Griff und sie werden benutzt, um Schlangenbisse zu behandeln. Und manchmal essen Warrior diese Wurzeln, um ihre Vitalität zu erhöhen. Ja, okay. Black Moss. Diese unheimliche Masse aus Dunkelheit ernährt sich auch von lebenden Sachen. Es wächst aus Tod und Chaos. Nur die begabtesten Alchemisten können damit umgehen. Crystal Flower, ein mythisches lebendes Etwas. Die Kristallpflanze. Zur Hälfte eine Pflanze, zur anderen Hälfte eine Mineralformation. Es ist sehr vorteilhaft, eine zu finden. Es ist eine extreme Glückssache, eine während ihrer in seinem Leben zu finden. Alchemisten schätzen ihren Wert sehr hoch ein. Okay. Gut. Ich mach mal die Truhe hier auf. Wow.
Eine Mimik, eine gottverdammte Mimik. Und ja, Bueno ist am Verhungern. Oh, 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 oh. So, geben wir dir mal ordentlich eins auf die Deckel. Besser ist das. Du hast keine Pfeile mehr, das ist schlecht. Deswegen schnappst du dir deine Dolche. Wow, du hältst verdammt viel aus, Mimik. Au, und machst auch verdammt viel Schaden. Du hast nichts zu essen dabei. Das ist schlecht. Wow, das war mal ein schöner Critical mit der Wumme. Oh. Und du nimmst nicht gerade viel Schaden. Das ist richtig gemein. Du bist ja fast schon wie ein kleiner Boss. Keine Energie. Du müsstest eigentlich mal was essen. So, ja, mitten im Kampf gibt es was zwischen die Kauleisten. Wow. Schussmunition. Okay, Tarion hat definitiv genug Muni. Und mehr hast du auch nicht hinterlassen, ne? Nur unsere Pfeile und einen Haufen Munition. Boah. Macht sowas doch nicht mit mir. Mich so zu erschrecken. Bringt es eigentlich was, wenn ich hier Licht reinbringe? Nicht wirklich viel. Na, ich sehe ein bisschen besser wenigstens. Leuchtegesicht? Ja, das kennen wir schon. Den Toten kennen wir auch schon, ja. Okay, dann können wir auf dem Friedhof auch nichts mehr tun. Einmal raus hier bitte. Einmal kurz speichern, bitte. LP027. Ja, definitiv. Wie komme ich jetzt am besten auf die andere Seite? Ohne, dass ich durchs Wasser muss. Nehme ich mal an, einfach unten rum. Hier kann ich kurz ein Stück durchs Wasser gehen. Nein, nicht da lang. Hm? Nein. Oh, da drüben liegt da übrigens auch noch etwas. Dass ich nicht rankomme. Ja, lernen wir irgendwo Wasser wandeln oder sowas. Danger, das hatten wir schon. Ah, okay. Einmal hier rüber, bitte. Nein, das war nicht gut. Also müssen wir gleich einen Schritt nach zur anderen Seite machen. Genau. Secret. Stormseed Orb. Requires Concentration 2. Aber hey. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt schnell wieder hier hoch, den Stein wieder einsammeln. Okay, das war wirklich endlich mal ein Secret im Secret. So, Stein eingesammelt und jetzt müssen wir... da lang. Und da lang. So.
Gut, dann kommen wir wirklich hier oben lang. Ist hier noch was? Die Stelle sieht irgendwie verdächtig aus. Ich grab hier mal. Nö, nix. Den da haben wir geweckt. Und hier ist nichts, also gibt es nur den Weg.